es betrifft angestellte Ärzte, es betrifft selbstständige Ärzte, es betrifft Apotheker, Zahnärzte, vom Studenten bis hin, sagen wir mal im Extremfall, zu Seminaren rund um die Praxisabgabe. Ja, das heißt, eigentlich jeder Arzt in Deutschland ist von dem Thema Fortbildung und Seminare betroffen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Es ist wirklich immer wieder ganz toll und großartig, neue Menschen über ja, persönliche Kontakte oder auch über das Thema Social Media kennenzulernen. Und das gilt auch insbesondere für meinen heutigen Podcast Business Talk Gast Dr. Christian Wirmann, den ich bei den Aktivitäten oder um die Aktivitäten im Gesundheitsmarkt auf diesen beiden Wegen kennengelernt habe. Christian Wirmann ist Vorstand der Naontech AG und ich habe das ein bisschen mal aufbereitet. Was macht Naontech AG? Die Naontech AG wird digitale Produkte und Dienste jenseits des klassischen Bankgeschäftes entwickeln, um Ärzten, Zahnärzten und Apotheker den Arbeitsalltag zu erleichtern. Warum jenseits der klassischen Bankdienstleistung? Das lässt sich ganz einfach damit erklären. Naontech ist eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, also sehr, sehr eng mit dem Medizinermarkt verbunden. Was macht die Naontech AG? In einem ersten Schritt sollen Anbieter von Dienstleistungen und Waren für Heilberufler auf einer neuen digitalen Plattform, die Univiva heißt, zusammengeführt werden. Und da soll es eben gehen von der Praxis oder später auch Apothekerbörse bis hin zur Personalsuche, vom Steuerberater bis zum Rechtsanwalt, vom Medizingerät bis zum Praxismarketing, alles, was den Heilberuflern, Medizinern den Arbeitsalltag erleichtert, das habe ich schon gesagt, und alles, was die eben auch für ihren Job brauchen, sollen Sie eben perspektivisch auf dieser neuen Plattform Univiva finden und buchen können. Und begonnen hat Univiva jetzt schon mit dem Bereich der heilberuflichen Fort- und Weiterbildung. Und das ist die zentrale Aufgabe der Naontech AG. Und Christian Wirmann ist ja in den letzten Jahren bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank im Führungsstab unterwegs gewesen und hat dann irgendwann im letzten Jahr, genau im Sommer, letzten Jahres oder im Frühjahr letzten Jahres den Vorsitz gemeinsam mit David Kusemann, den Vorsitz bei der Naontech AG eingenommen und darüber spreche ich mit ihm. Und ich spreche mit ihm vor allen Dingen auch darüber, wie entwickelt sich der ganze digitale Markt und diese ganzen digitalen Plattformen, welche Möglichkeiten bietet das für Mediziner und Ärzte, welche Chancen stecken dahinter, welche Gefahren sind vielleicht auch da. Und das Schöne ist, wie immer, dass Christian Wirmann sehr offen spricht und vor allen Dingen auch sehr viel Persönlichkeit mit in diesen Podcast bringt, was mir ja immer sehr, sehr viel wert ist. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zu Christian Wirmann selbst. Er ist geboren 1978 in Düsseldorf, ist verheiratet, hat drei Kinder und jetzt, wie gesagt, seit März 2019 Vorstand der Naontech AG war, zuvor Bereichsleiter der Unternehmensorganisation bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank. Er kommt aus dem Bereich der strategischen Beratung, war mal bei Roland Berger zuvor und ist nach mehreren Studien im Ausland, Stipendium in den USA, dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ja, freue mich sehr, dass das geklappt hat und wir über diese interessante neue Plattform reden und auch über die Bedürfnisse des Gesundheitsmarkts, was das angeht, aber eben auch die Chancen und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Freut euch drauf auf den neuen Business Talk Podcast, diesmal mit Dr. Christian Wirmann. Wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute mit Dr. Christian Wirmann von der Naontech AG. Was das ist, was Naontech alles vorhat und welche zukunftsweisenden digitalen Erlebnisse wir mit Naontech verbinden werden, das bespreche ich heute mit ihm. Aber ich steige jetzt mal ein mit der Einstiegsfrage. Wer ist Dr. Christian Wirmann? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja,
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf. Christian Wirmann ist mein Name. Ich bin 42 Jahre alt und seit gut einem Jahr Vorstand des jüngsten Sprosses in der Familie der ApoBank, der Naontech AG. Von Hause aus bin ich studierter Volkswirt und nach mehreren Stationen in der Unternehmensberatung bin ich 2010 zur Deutschen Apotheker- und Ärztebank gekommen, hatte dort über die vergangenen Jahre verschiedenste Positionen inne, relativ generalistisch eingesetzt gewesen und bin dann ja, Ende 2018 vom Vorstandsvorsitzenden der ApoBank gefragt worden, ob ich mir diese neue Aufgabe hier in der Naontech AG zutraue und habe mit viel Enthusiasmus und Freude zugesagt. Privat ja, versuche ich quasi den Ausgleich zu schaffen zwischen Beruf, Familie und persönlichen Interessen. Ich habe 3 kleine Kinder im Alter von 9, 9 und 6 Jahren, einen Hund, 7 Hühner und versuche so viel Zeit wie möglich damit zu verbringen, meiner Leidenschaft, dem Rennradfahren, ja, zuzuwidmen. Das gelingt mir ganz gut, aber es ist natürlich ein herausforderndes Spannungsfeld, insbesondere jetzt in Zeiten von Corona. Ja, die Kinder zu Hause, keine Schule, kein Kindergarten, hier die Aufgabe in der Naontech AG. Aber ich denke, ich bekomme das ganz gut unter den Hut. Ja, wir wollen ja natürlich auch ausführlich über dieses neue Aufgabenfeld Naontech sprechen und auch, was Naontech alles jetzt auch für die Zukunft noch vorbereitet hat. Du hast ja gesagt, Tochter der ApoBank. Das Thema Freizeit, das Thema Kinder, das Thema Familie, das ist ja für jemanden, der ja auch in der beruflichen Laufbahn immer schon, zumindest in den letzten 10 Jahren, in einem Führungsbereich gearbeitet hat, nicht immer einfach zu handeln. Also wir sprechen ja hier sehr viel über das Thema Arzt und Unternehmer sein. Ich stelle diese Frage sehr oft, ist das ein Ausgleich, dass man sagt, ich habe auf der einen Seite ja meinen Beruf, aber auf der anderen Seite auch den Rückhalt der Familie und ein gutes Umfeld? Braucht man das, wenn man unternehmerisch tätig ist? Das braucht man definitiv. Ich glaube, man braucht als Unternehmer und als Führungskraft viele, viele unterschiedliche Perspektiven und darf nicht nur in seinem eigenen Saft im Unternehmen kochen, sondern man muss eben auch mal raus, man muss Neues kennenlernen, man muss mit der Familie was machen, man muss privat mit seinen Freunden unterwegs sein, neugierig sein, sich auch mal Zeit nehmen zu lesen, Podcasts zu hören, und einfach aufsaugen, was um einen herum so passiert. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Da muss man Prioritäten setzen und muss das quasi auch strikt trennen. Und ich versuche das so zu handhaben, dass wenn ich abends nach Hause komme oder wenn ich auch am Wochenende zu Hause bin, dass dann eben auch ganz bewusst Zeit für Familie und Hobbys da ist und dass man auch ganz bewusst dann eben mal 3 Stunden das Telefon beiseite legt und dann nicht von den Kindern zu hören bekommt, Papa, du schaust schon wieder auf das iPhone drauf, lass das doch mal sein, du hast doch jetzt Urlaub oder du bist jetzt zu Hause. Und das muss man machen, weil sonst ist man auch in dem, was man im Beruf tut, nicht glücklich und ist ständig hin und her gerissen. Klare Prioritäten, klare Abgrenzung ist für mich essentiell und ich versuche das so gut wie möglich umzusetzen. Ist das auch was du so versuchst, an deine Mitarbeiter und Kollegen weiterzugeben, die ja auch in dem Umfeld, ich sag mal, groß werden oder jetzt in dem Umfeld sich weiterentwickeln, dass sich ja ganz viel tut, gerade in der Entwicklung, bei Unternehmen, im Bereich Startups, gerade auch jetzt in dem Bereich von digitaler Medizin, Digital Health. Man nimmt ja sehr viel mit nach Hause, aber trotzdem ist ja wichtig, diesen Ausgleich zu schaffen. Also bemüht ihr euch jetzt auch in dem jungen Unternehmen, das so weiterzugeben an die Mitarbeiter? Ja, ich glaube, Führung hat immer auch mit Vorbild zu tun. Und wenn ich das für mich so lebe, dann glaube ich auch, dass die Mitarbeiter das annehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man eben auch eine Grenze ziehen muss, wann das Unternehmerische vorbei ist am Tag, mhm, ja, und man sich dann anderen Aufgaben zuwidmet. Und das würde ich auch meinen Mitarbeitern immer so zugestehen und versuche ich auch so zu fördern. Also ich käme nie auf die Idee, es sei denn, es sind
exorbitante Sondersituationen, einem Mitarbeiter am Samstag eine E-Mail zu schreiben, weil mich irgendwas beschäftigt, und auf der anderen Seite dann zu verlangen, dass er noch am selben Tag antwortet an einem Samstag, weil auch er oder sie dann Zeit für Familie und Freizeit haben soll. Es gibt allerdings, insbesondere bei so einem jungen Unternehmen, welches auch als digitale Plattform 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche für seine Kunden da ist, Situationen, wo man dann eben doch mal am Samstag kurz reinschauen muss, was passiert ist, was gerade auf der Plattform los ist und im Zweifel dann doch mal reagieren muss. Das muss man aber ausbalancieren. Ich versuche das vorzuleben. Und wenn ich das vorlebe, dann ist das, glaube ich, auch Aufgabe, oder das ist einfach auch Aufgabe einer Führungskraft, das zu tun. Und ja, was man sich selber Gutes tut oder sich selber abverlangt, sollte auch genauso für die Mitarbeiter am Ende des Tages gelten. Gerade für ein junges Unternehmen ja auch wichtig, damit die Unternehmenskultur von vornherein in die richtige Richtung gesteuert und gelenkt wird. Und ich glaube, das ist ja auch was, jetzt kommen wir mal auf das Thema Naontech zu sprechen, die Bank, die APO-Bank, du hast gesagt, 100%ige Tochter der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, hat ja ganz bewusst entschieden, wir möchten dass den Gesamtkonzern in einem gewissen Bereich in eine neue, ja vielleicht auch für die Bank neue Richtung steuern oder auch bringen. Also dieses Thema sich auf, ich habe mir diesen Satz nochmal rausgesucht, die Naontech AG entwickelt Lösungen, die es Ärzten, Zahnärzten und Apothekern ermöglicht, sich auf die heilberufliche Tätigkeit zu konzentrieren. Das heißt, da werden ja bankuntypische Dinge getan bei euch. Also es hat ja mit dem Thema Bankbetrieb eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Sag doch mal, worum geht es bei Naontech? Vielleicht fange ich einen Schritt vorher an, wenn ich darf, ja, klar. Um die Ausgangslage der APO-Bank nochmal zu schildern, zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung fiel, die Naontech AG zu gründen. Wir sehen, glaube ich, im gesamten Bankenmarkt, dass das Geschäftsmodell Bank vor großen Herausforderungen steht. Dieses Thema, ich verkaufe dem Kunden ein Produkt, ja, sei es ein Anlageprodukt oder ein Kreditprodukt oder ein Sparprodukt oder ein Konto, ist nicht mehr das, was anspruchsvolle Kunden heute verlangen, sondern Kunden haben allumfassende Bedürfnisse, die sie mit Lösungen adressiert wissen wollen. Und insbesondere, wenn wir auf die APO-Bank schauen, so dieses klassische Thema, der Kunde bekommt eine Existenzgründungsberatung mit einer Existenzgründungsfinanzierung dazu, ist nicht mehr ausschließlich das, was ja der niederlassungswillige Arzt, der niederlassungswillige Apotheker von der Bank erwartet, sondern das Spektrum der Bedürfnisse ist deutlich breiter. Der Kunde hat den Wunsch, sich niederzulassen. Und eine Niederlassung umfasst eben mehr als nur den reinen Verkauf eines Bankproduktes, sondern benötigt eben eine allumfassende Beratung zu einer Vielzahl von Themen. Das hat die Bank auch immer schon gemacht, allerdings deutlich regional unterschiedlich, mit einer sehr unterschiedlichen Intensität. Das Ganze jetzt zu systematisieren und dem Kunden allumfassende Lösungen zu bieten, war der Antritt zu sagen, komm, wir wenden uns jetzt dem Non-Banking-Geschäftsfeld zu. Damit schafft man eben die Möglichkeit, in der Kundenberatung ein deutlich breiteres Spektrum abzubilden und der ein Stück weit weiterentwickelten Vision der APO-Bank, wir ermöglichen Gesundheit näher zu kommen. Fragestellung, die dann anstand, war, machen wir all diese Dienstleistungen, die sich dahinter verstecken, selber? Oder versuchen wir, langjährige Partner APO-Bank mit einzubeziehen in ein sogenanntes Plattformgeschäftsmodell? Hierfür hat man sich dann entschieden und hat gesagt, komm, wir gründen die Naontech AG als sogenannter Company Builder, wie das heutzutage so schön heißt. Das heißt, als Unternehmen, in dem neue Geschäftsmodelle entstehen, neue digitale Geschäftsmodelle entstehen und entwickelt werden, und hat gesagt, komm, als allererstes Produkt schaffen wir Univiva, die Plattform für die Heilberufe. Und was ist das Ziel der Univiva? Das Ziel der Univiva ist Selbstständigkeit, ärztliche Selbstständigkeit, pharmazeutische Selbstständigkeit, zahnärztliche Selbstständigkeit wieder einfacher zu machen, mehr Zeit für den Patienten zu haben und Administration in Arztpraxis, Zahnarztpraxis und Apotheke massiv zu reduzieren,
Prozesse zu verschlanken, zu digitalisieren und das gemeinsam eben mit Partnern in einem Plattformgeschäftsmodell umzusetzen. Damit sind wir gestartet. Das ist unser Kernauftrag. Ja, damit quasi den APO-Bank-Konzern in seiner Summe ja ein Stück weit breiter aufzustellen und dieses ganz zentrale Thema, wie fördere ich Niederlassung, wie fördere ich Selbstständigkeit, wie ermutige ich zur Selbstständigkeit, einfacher zu machen und damit ja eben ein breiteres ja, Spektrum zu haben, mit dem man den Kunden, adressieren kann. Also im Grunde ja, du hast vom Company Builder gesprochen, heißt ja, dass Nontech nicht nur jetzt der mit Univiva startet, sondern dass wir auch in Zukunft da noch einiges erwarten können, wie das auch immer sich entwickeln wird, aus diesem System heraus oder aus diesem Projekt heraus Univiva vielleicht sich das ein oder andere Spielfeld noch ergibt, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Ich sage immer, die Nontech würde es ohne die Univiva nicht geben. Die Univiva ist ganz klar unser Kernprodukt, unsere Kernlösung, die Plattform. Ob es, wenn die Univiva erfolgreich sein wird, links und rechts dann noch weitere Dinge geben wird, erhoffe ich natürlich schwer. Aber wir haben es eben so angelegt, dass das möglich ist und dass wir, falls neue gute Ideen entstehen, falls Partner, langjährige Partner der APO-Bank oder auch neue Partner auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben hier eine grandiose Idee, lass uns doch was gemeinsam machen, dass wir dafür schon die Infrastruktur geschaffen haben, den unternehmerischen Rahmen geschaffen haben. Ja, wir haben es also von der Lösung her sehr groß angelegt, starten aber zunächst einmal jetzt sehr fokussiert mit der Univiva, weil wenn wir jetzt 47 Dinge gleichzeitig machen, dann verzetteln wir uns schnell, dann haben wir keinen Fokus, dann sind wir nicht schnell. Und Kern der Idee war wirklich, ja, einen Rahmen zu schaffen außerhalb des regulatorisch begrenzten Bankings, ja, in dem wir schnell, agil, modern, mit modernen Arbeitsmethoden eben ein Unternehmen hochziehen können, eine Plattform hochziehen können, um das Dienstleistungsspektrum für Ärzte zu erweitern. Das habt ihr ja nicht nur getan, indem ihr jetzt Produkte schon aufgelegt habt, sondern auch in der Zusammensetzung eures Teams, insbesondere auch des Vorstandsteams, also du, der Volkswirt, der, ich sag mal, den gesamt volkswirtschaftlichen Rahmen mitbringt und auf der anderen Seite dein Vorstandskollege David Krüsemann, der ja auch als Arzt den medizinischen Hintergrund mitbringt, aber eben auch schon im Bereich der Entwicklung digitaler Produkte beziehungsweise digitaler Unternehmen unterwegs war, der auch selber mit ich glaube, bei Heartbeat Labs gewesen ist, also auch einen weiteren Company Builder, der ja auch genau in diesem Segment unterwegs ist. Das heißt ja, das ist wirklich ein langfristig angelegtes Unternehmen und auch langfristig angelegte Projekte dahinter. Das heißt also auch, dass das, was jetzt entwickelt wird, du hast es gerade schon gesagt, im Grunde der Startschuss ist, indem ihr euch fokussiert auf das Thema Univiva. Univiva ist im Moment die Plattform, die sich entwickelt, die auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut und groß und schnell wächst in dem Bereich von, das ist glaube ich jetzt erstmal die Konzentration in dem Moment auf das Fort- und Weiterbildungsangebot von Ärzten und Medizinern. Wollen wir da mal einsteigen? Was bietet ihr im Moment und was kommt dann mit Univiva im nächsten Schritt? Also wir haben uns Anfang letzten Jahres zunächst mal überlegt, welche Themen wollen wir mit Univiva adressieren. Das große Leitmotiv war immer Reduktion von Administration in der Arztpraxis. Und wir haben uns einfach in vielen, vielen Interviews mit Ärzten zusammengesetzt und haben gesagt, was sind so eure wesentlichen Schmerzpunkte? Was können wir für euch machen? Welche Probleme können wir für euch lösen? Und dann haben wir eine große, große, große lange Liste generiert. Und diese Liste Stück für Stück ja, reduziert auf Kernfragestellungen, die wir in den nächsten 5 Jahren beantworten wollen. Themen sind hier Besorgung von Medizintechnik, Besorgung von Verbrauchsmaterialien, Software, Hardware, eine Jobbörse, also das Thema Personal, das Thema Fort- und Weiterbildung, plus zahlreiche weitere. Wir haben, glaube ich, initial mal auf dieser Liste rund 30 Themen gehabt, haben das dann verengt auf 10 Themen und haben uns dann gefragt, okay, unter diesen 10 Themen, womit starten wir? Und haben verschiedene Kriterien angelegt, dass wir gesagt haben, okay, wir könnten jetzt mit dem Thema starten, wo der Arzt den größten Schmerzpunkt hat. Ja, dann hätten wir sicherlich begonnen, eine Jobbörse
aufzubauen. Ist allerdings ein recht schwieriges Unterfangen. Es gibt schon einige Jobbörsen für Ärzte. Da fehlte mir so auch initial der charmante, elegante Lösungsangang, wie man da was ganz Neues, Revolutionäres auf den Markt schmeißen könnte. Man hätte sagen können, okay, wir starten mit dem Use Case, wie wir das nennen, wo am meisten finanziell Musik drin ist. Dann hätte man sich irgendwie zum Thema Großgeräte was überlegt. Wir haben uns am Ende des Tages für das Thema Fortbildung und Seminare entschieden. Nicht, weil es in irgendeiner Art und Weise den allergrößten dysfunktionalen Markt an dieser Stelle gibt. Das heißt, Ärzte finden ihre Fortbildung nicht, die sie benötigen. Dem ist überhaupt nicht so. Aber es ist ein wunderbarer Markt, der sehr, 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 sehr granular ist. Das heißt, unglaublich viele Anbieter und eben auch unglaublich viele Nachfrager. Es betrifft angestellte Ärzte, es betrifft selbstständige Ärzte, es betrifft Apotheker, Zahnärzte, vom Studenten bis hin, sagen wir mal im Extremfall, zu Seminaren rund um die Praxisabgabe. Ja, das heißt, eigentlich jeder Arzt in Deutschland ist von dem Thema Fortbildung und Seminare betroffen. Deswegen ist dieser Case sehr, sehr plattformgängig. Und wir haben dann gesagt, gut, wir starten mit einem ganz klassischen Marktplatzmodell. Dort bringen wir die nachfragenden Ärzte, die nach ihrer passenden Fortbildung suchen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Vielzahl von Anbietern. Auch hier ist das Spektrum ja riesig zusammen. Ja, man hat einmal eher bei den organisatorisch-prozessualen Seminarthemen hat man Anbieter wie zum Beispiel die APO-Bank, bis hin quasi zu den hochwissenschaftlichen Veranstaltungen, die dann aus Krankenhäusern kommen oder die auch von den Kammern kommen. Im zahnärztlichen Bereich haben sie sehr viel produktnahe Fortbildung. Ja, das heißt, das Potpourri ist riesig, der Markt ist riesig, die ist eine hohe Intransparenz. Und das war dann eben der entscheidende Punkt, dass wir gesagt haben, wir starten mit dem Thema Fortbildung, Seminare, bauen einen Marktplatz auf und sorgen dort für elegante digitale Prozesse im Zusammenführen von Anbietern und Nachfragern. Man muss sich vorstellen, dass das ist eine Zahl, die ich gehört habe, die habe ich nicht validiert, ob die stimmt, dass heute immer noch 80% der Anmeldungen für Seminare und Fortbildung per Fax laufen. Ja, das schreit geradezu nach Digitalisierung. Und diesem Thema haben wir uns als allererstes zugewendet. Zum Anfang des Jahres 2020 ist ein zweiter Baustein hinzugekommen. Wir kümmern uns um das Thema Praxismarketing, um das Thema Webseiten, Social Media, Google Advertisement, um hier auch in einer kleinen Marktnische ein Angebot zu schaffen. Was wir beobachtet haben, ist auf der einen Seite, es gibt für einige wenige größere Praxisstrukturen, professionelle Agenturen, die sehr kostenintensive Angebote machen. Da spricht man über Beträge, die deutlich im fünfstelligen Bereich liegen. Auf der anderen Seite gibt es noch unglaublich viele Ärzte, die sich mit Homepage-Baukästen rumschlagen und dann dort ganz individuell Terminvereinbarungstools, Monitoring-Tools, Yameda-Accounts und so weiter selber reinbasteln. Ja? Und da ein hohes Frustrationspotenzial einfach gegeben ist. Und hier haben wir jetzt eine Lösung entwickelt, die Univiva aus einer Hand bietet, schlankes Produkt, alles kommt von uns, beziehungsweise über unsere Dienstleister, die wir im Hintergrund haben. Und das machen wir zu einem, glaube ich, sehr wettbewerbsgängigen, kleinen, vierstelligen Preis, den man dann über einzelne Bausteine noch ein bisschen erweitern kann, wenn man sagt, man braucht noch ein Logo oder man braucht noch zusätzlich Printprodukte. Da haben wir unser zweites Angebot geschaffen. Was das dritte Angebot wird, wir wissen es nicht. Wir wollen jetzt erstmal die ersten beiden quasi in eine gewisse Skalierung reinbringen, sodass sie mehr oder weniger auch von alleine laufen. Und dann wenden wir uns dem dritten Thema zu. Strategisch haben wir einen Horizont von 5 Jahren. Bis dahin wollen wir ein ernstzunehmender Marktteilnehmer im Gesundheitsmarkt sein.
Würde ich gerne nochmal darauf eingehen, auf beide Themen, also einmal auf das Thema Fort- und Weiterbildung. Lass uns damit vielleicht mal anfangen. Also es ist ja nicht nur die Möglichkeit zu sagen, ich informiere mich und buche eine Veranstaltung. Also ich kann, und das kann ich ja sowohl tun als jemand, der interessiert ist an dem Thema, was mich auch immer interessiert, ob es jetzt betriebswirtschaftliche Themen sind, ob es medizinische Themen sind, ob es rein technische Themen sind. Also die ganze Bandbreite wird ja bei Univiva bespielt. Das heißt, ich kann einfach sagen, ich möchte eine Veranstaltung bei Univiva buchen. Die kann sowohl offline als auch online sein. Also online meine ich, es kann eine Veranstaltung sein, die einfach virtuell über eure Plattform durchgeführt wird. Mhm. Das heißt, ich gucke jetzt einfach mal aus der Anwenderposition heraus. Also ich buche eine Veranstaltung online, zahle entweder einen Preis, wenn sie denn etwas kostet, oder nutze. Es gibt ja auch viele freie Angebote, die auf der Plattform sind. Das ist das eine. Oder ich buche eine Veranstaltung über euch, die auch eingestellt werden kann, die offline irgendwann irgendwo stattfindet im bundesdeutschen Gebiet. Das heißt, ihr seid letztendlich auch Organisator, aber ihr seid Abwickler für jemanden, der Veranstaltung einstellen kann. Wenn ich also jetzt aus Veranstaltersicht schaue, dann heißt das, ich kann sowohl eine Online-Veranstaltung bei euch einstellen, als auch von euch und mit euch organisieren lassen. Mhm. Ich bin jetzt der Anbieter, wir haben es ja selbst auch schon gemacht, indem wir diesen Business Talk Online Talk gemacht haben, wo ihr für uns die Abwicklung im Hintergrund gemacht habt. Ihr habt die Plattform zur Verfügung gestellt, die Möglichkeiten, dass wir die Leute, also ihr habt den Server, also dieses ganze Technische, jetzt bin ich überhaupt technisch nicht versiert und kann das alles nicht so gut beschreiben, das kannst du vielleicht gleich nochmal machen. Aber auch der Vertrieb in Anführungsstrichen, also der Kartenverkauf, bei uns war es jetzt eine kostenlose Teilnahme, oder eben die zur Verfügungstellung hinterher von Karten und so weiter, das läuft ja alles über euch. Also das ist ja ein sehr, sehr breites Spektrum. Ja, also sowohl User als auch Veranstalter. Ne? Ich glaube, das Charmante an unserer Lösung für Veranstalter, ja, die ja, derzeit von ganz großen Veranstaltern bis hin zu kleinen Veranstaltern, auch selbstständigen Ärzten, die eine einzelne Veranstaltung nur machen. Das Gute an unserer Lösung ist, dass wir im Grunde genommen zwei Elemente, die jeder Veranstalter braucht, unter einen Hut bringen. Zum einen sind wir Vertriebs- und Marketingkanal. Dadurch, dass wir über unsere Mutter, ja, die APO-Bank, sicherstellen können, dass früher oder später jeder APO-Bank-Kunde auch ermutigt wird, mal bei Univiva vorbeizuschauen. Das heißt, ganz starkes Marketinginstrument und Vertriebsinstrument. Ich glaube, das kriegt sonst niemand, ja, im deutschen Gesundheitsmarkt so hin, so einen mächtigen Marktzugang zu haben. Erst recht kein Start-up, ja, hat so einen Marktzugang. Viele, viele andere Start-ups im Gesundheitswesen beneiden mich, ja, darum. Das ist wirklich ein Riesen-Asset und ein Riesen, wie man auch so schön sagt, Unfair Advantage, den wir haben. Auf der anderen Seite haben wir hinten raus auf unserer Plattform eben auch ein ganz intuitives, schlankes Instrument zum Teilnehmer- und Veranstaltungsmanagement. Das heißt, diese ganze Veranstalter-Kunden-Interaktion, Buchung, Zahlungsabwicklung, das lässt sich über uns gut und effizient managen. Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz charmante Kombination, wenn ich gleich zwei Dinge unter einem Hut habe. Darüber hinaus haben wir jetzt über die letzten 4 Wochen hinweg eine Lösung noch entwickelt, dass man über uns auch Webinare und Online-Kurse veranstalten kann. Das ist etwas, was während der Corona-Krise massivst nachgefragt wurde. Es war wirklich wahnsinnig. Unsere Nutzerzahlen haben sich fast so entwickelt wie die Infektionskurve in Deutschland in den ersten Wochen. Ich hoffe, sie geht jetzt nicht auch im gleichen Maß wieder zurück. Bevor es dann quasi jetzt hoffentlich auseinanderläuft, genau. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch über die Krise hinaus bleiben wird, dass man als Veranstalter dieses Thema online, dieses Thema digital viel, viel stärker nutzen wird und sich ein Stück weit aus den Fesseln von Hotels und Caterern lösen wird und da nicht mehr Unsummen für auf den Tisch legt, sondern sagt, komm, wir machen ein Webinar, dadurch kann ich viel mehr Leute erreichen. Die Kunden, ja, die Ärzte finden Webinare im Zweifel auch viel interessanter, weil sie nicht mehr los müssen und zu ihrem Ort oder zu dem Ort kommen müssen, in dem das Seminar stattfindet. Da bin ich ganz guten Mutes, dass das auch über die Krise hinaus bleibt.
Das heißt, diese Plattform, und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, also auch der Mediziner, der Arzt, der vielleicht sagt, Mensch, ich möchte hier einen Vortrag machen für meine Patienten zum Beispiel, ne? Ich möchte das im geschlossenen Kreis tun. Die Frage war, jetzt kam tatsächlich letztens auch auf aus unserem Kreise, wie ist das mit zum Beispiel Diabetes-Schulungen, kann ich das gegebenenfalls jetzt im Rahmen von Corona gegebenenfalls auch mal digital machen. Viele machen es dann aber über nicht datensichere Lösungen, neben irgendein Tool, was dann zur Verfügung steht. Also es gibt wirklich von bis, ihr könnt die ganze Palette bedienen und das tut ihr auch. Und ich glaube, es ist für jeden wirklich interessant, sich einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, was UniViva da an Möglichkeiten hat gerade und auch bietet. Ne? Wobei ich immer noch mal sagen möchte, weil da verschwimmt so ein bisschen ja auch dieser Plattformbegriff. Wir sind keine Plattform an der Schnittstelle vom Arzt zum Patienten, sondern wir sind eine B2B-Plattform an der Schnittstelle von Leistungserbringern für den Arzt und dem Arzt. Ja, das muss man immer noch mal ganz klar ziehen. Aber es ist richtig, wir haben auch Einzelärzte, die zum Beispiel ihre Qualitätszirkel, die sie machen, für andere Ärzte bei uns jetzt über die Webinarlösung anbieten. Das sind dann Geschichten im ganz kleinen Kreis mit 5, 6 Fachärzten. Und auch das wird nachgefragt. Und da sind viele Ärzte dankbar, wenn Sie eine Full-Service-Lösung bekommen und sich jetzt nicht noch mit der Fragestellung auseinandersetzen müssen, welches Webinar-Tool wähle ich, wie richte ich das ein, wie registrieren sich meine Nutzer da drauf, wie kann ich Zahlungsabwicklungen lösen. Das bieten wir alles und da lade ich jeden Arzt ganz, ganz herzlich ein, mal bei uns vorbeizuschauen und sich einfach mal umzuschauen. Halte ich für sehr wichtig. Ich glaube, dass gerade jetzt das Thema Corona ja dazu gerade aufruft, zu sagen, ich beschäftige mich mal mehr mit dem Thema der Digitalisierung und den Möglichkeiten, wobei man ja nicht unbedingt nur von Digitalisierung sprechen kann. Das ist ja viel, viel weiter, dieser Begriff. Aber ich sage mal einfach die Auseinandersetzung mit den Themen, welche Möglichkeiten bietet mir zum Beispiel die Plattform und welche Möglichkeiten habe ich darüber hinaus, mich weiterzubilden, mich fortzubilden. Denn auch das wird dieses Jahr ja ein großes Thema sein. Im Rahmen, es werden viele Präsenzveranstaltungen nicht stattfinden können für die Mediziner, die natürlich auch ihre Fortbildungspunkte brauchen, sich einfach mal umzuschauen und zu überlegen, was kann ich denn darüber gut abwickeln und was kann ich kompensieren? Oder wenn ich sogar selbst Veranstalter bin, wie du es gerade beschrieben hast. Das heißt, ihr habt nicht nur die Ärzte, die Veranstaltungen anbieten oder die Medizinerbereiche, sondern es sind tatsächlich auch Dienstleister im Umfeld der Medizin, sprich Steuerberater, Rechtsanwaltskanzleien, die sagen, wir beraten zu Themen XY und mit denen würdet ihr genauso kooperieren, beziehungsweise die nehmt ihr genauso mit auf. Ganz genau. Wir haben ganz spannende Themen auch rund um zum Beispiel Personalführung für Ärzte. Ich war total überrascht, ja, was es alles gibt. Ich kenne es selber noch aus meinem Elternhaus. Mein Vater war 20 Jahre lang als Internist niedergelassen und das Einzige, was ich zum Thema Fortbildung von zu Hause aus kannte, war, dass er mittwochs nachmittags oder samstags in die Uniklinik gefahren ist. Das war für mich, Papa ist bei der Fortbildung. Mhm. Dieses gesamte Spektrum, was dort alles möglich ist und was es alles gibt, das ist unglaublich, das ist total spannend. Und da den Überblick zu behalten als Arzt in diesen ganzen Stapeln von Flyern, die man jeden Tag in der Praxis bekommt, über die ganzen Faxe, die man bekommt, mit dem Ausschneiden der Schnipsel, um sich dann für den Kurs anzumelden, ich glaube, da gibt es im Jahr 2020 ganz andere Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten wollen wir eben bieten. Und wir beziehen ganz bewusst auch die Angestellten der Ärzte und deren Fortbildungsbedarfe und Fortbildungswünsche mit ein, sodass wir gesamthafte Lösungen für die Arztpraxis an der Stelle bieten wollen. Mhm. Und da sind wir auch schon beim zweiten Thema, was ich gerne nochmal mit dir besprechen würde, das Thema des Praxismarketings, das hast du auch schon angesprochen, also diese Lösung oder diese Möglichkeit, eine Lösung zu finden, denn das ist ja wirklich ein sehr zentrales Thema, das sich viele Ärzte nach außen definieren können, nach außen zeigen können. Also allein dieses Thema Auftritt im Netz, das Thema Social Media, das Thema Google hast du selbst angesprochen, das Thema Marktpräsenz oder auch Personal Branding für die Praxis, für die Arztpraxis.
Da hast du auch richtig gesagt, es gibt eben die sehr, sehr kostspieligen Anbieter. Dann gibt es ein paar Baukästensysteme, wo sich viele Ärzte selber versuchen. Und ich würde sagen, sowohl das eine als auch das andere sieht man. Aber es fehlt aus meiner Sicht tatsächlich ein Segment, wo ich sagen kann, ich kann hochprofessionell, aber trotzdem zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis mir zum Beispiel eine Homepage bauen lassen, beziehungsweise mit jemandem zusammen meine Idee, die ich da habe, von meiner Praxis auch nach außen tragen und verwirklichen. Bietet ihr dann darüber hinaus auch eine weitergehende Betreuung und Begleitung an in der Entwicklung? Weil nicht jeder Arzt kann einen guten Text schreiben, nicht jeder Arzt hat vernünftige Fotos. Also auch da gibt es wieder ein Gesamtkonzept? Ja, also wir haben erstmal die Erkenntnisse, da hole ich vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter aus, über ganz viele Marktforschungsstudien gewonnen. Nach dem persönlichen Fragen in seinem Umfeld, ja, bei Verwandten, Freunden, wer ist denn ein guter Arzt, wo könnte ich hingehen, ist die Homepage der Informationspunkt Nummer 1. Ist also ganz, 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 ganz zentral. Das war die erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis war, die Bedürfnisse nach Praxismarketing sind unglaublich unterschiedlich, je nachdem, wo meine Praxis gerade ist. Es macht eben einen Unterschied, ob ich einen Facharzt in einem dicht bevölkerten Gebiet, nehmen wir hier in Düsseldorf, bin, oder ob ich etwas draußen auf dem Land, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Hausarztpraxis habe und dort im Zweifel der einzige Hausarzt auch bin. Das heißt, Bedarf recht heterogen. Das war zentrale Erkenntnis Nummer 2. Und dann haben wir uns gefragt, wie können wir denn helfen? Was sehen wir denn heute am Markt? Und es ist tatsächlich so, es gibt ganz, ganz tolle Agenturangebote mit sensationellen Praxismarketing-Auftritten, sind aber quasi sowohl im einmaligen Einrichten als auch in der Betreuung unglaublich teuer und meines Erachtens für bei einer unternehmerischen Entscheidung nicht für jede Arztpraxis so notwendig, diese Investition zu tätigen. Die Alternative war dann ganz häufig, ich habe einen Cousin oder mein Neffe, der kann ein bisschen HTML und dann klicke ich mir mal was zusammen im Homepage-Baukasten. Das Ergebnis ist in weiten Teilen gruselig. Ja? Und da war eben die Erkenntnis, lass uns was machen, was wir genau in der Mitte dazwischen positionieren, wo wir, glaube ich, zu einem attraktiven Preis dem Arzt ein Angebot machen und das umfasst dann natürlich auch beide Möglichkeiten. Einmal das Thema Do-it-yourself, wo der Arzt am Ende noch die Texte über ein Content-Management-System selber einspielt. Das ist aber so wie das Schreiben eines Word-Briefes, indem man einfach Texte runterschreibt. Oder eben das Alternativmodell Do It With Me, dann liefern wir standardisierte Textblöcke mit dazu und geben Best Practices, was sind so die Standard 7 Seiten, die man haben sollte, was sollte man da draufschreiben und da können wir quasi beide Bedürfnisse je nach dem persönlichen Autonomiebedarf des Arztes können wir adressieren. Da fällt mir sofort wieder dein Begriff von gerade ein, dieses unfairen Wettbewerbsvorteils. Ihr wisst natürlich, was die Ärzte brauchen. Ihr wisst, was die Ärzte auch rechtlich dürfen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große, ein ganz, ganz großer Vorteil in dem Moment. Also rechtlich dürfen im Sinne von, welche Marketingmaßnahmen sind erlaubt und so weiter und so weiter. Das ist ja für viele immer noch eine große Herausforderung. Wenn ich zum Beispiel allein aus Datenschutzgründen, was kann ich da überhaupt machen? Und wenn ich dann in einem Baukasten irgendwie unterwegs bin, ist ja schon die Gefahr, dass ich da auch mal einen Fehler mache. Ja, und es ist eben so, der Arzt hat einen Job, der ihn maximal fordert. Ja? Und warum soll er seine spärliche Freizeit dann dafür verwenden, sich in die Tiefen der Datenschutzgrundverordnung einzulesen? Das ist einfach nicht notwendig. Mhm. Punkt. Und vor allen Dingen entspricht es absolut einem Geschäftskonzept, nämlich der Arzt soll sich auf das konzentrieren, was er eigentlich machen möchte, nämlich seine heilberufliche Tätigkeit und Mediziner sein. Und da führt der Weg ja wieder zusammen. Ist an dieser Stelle vielleicht auch ein kleiner Blick in die Zukunft angedacht, jetzt so Themen aufzugreifen wie das Thema Videosprechstunde, Online-Terminvereinbarungen, Online-Rezepte und so weiter. Ist das ein Thema für euch? Weil es gibt natürlich da schon auch einige Anbieter am Markt oder die jetzt auch neu kommen. Sage ich jetzt mal die klassischen Yamedas, Ambosses, Cyberdocs oder wie sie auch immer alle heißen. Also wir sind immer für Kooperationen
natürlich offen. Wir wollen Dinge nicht unbedingt vom Scratch neu erfinden. Ja? Weil das ist, wenn es gute Lösungen gibt, ja, für uns auch völlig ineffizient. Ja, das heißt, Kooperationen, ja, stehen wir total offen gegenüber und laden alle ein, einfach uns eine kurze Mail zu schreiben und sagen, hier, ich habe eine tolle Idee, die passt gut bei euch in die UniViva rein. Dann gucken wir uns das an, so verstehen wir auch, ja, unseren Auftrag, Leistungserbringer, bestehende Leistungserbringer zusammenzubringen mit den Ärzten. Thema Online-Rezept ist jetzt wieder quasi eher Schnittstelle Arzt-Patient, beziehungsweise Apotheke, würde ich mal außen vor nehmen. Aber natürlich ist eine Videosprechstunde, Yameda, Terminvereinbarung, sind alles natürliche Anknüpfungspunkte rund um das zentrale System der Homepage. Und das sind natürlich Ergänzungsbausteine, die Stück für Stück kommen müssen. Also ich sehe schon, da wird auch in Zukunft noch ganz viel kommen, weil gerade das Thema Digitalisierung ja eigentlich gerade erst losgeht und digitale Prozesse auch gerade noch in den Kinderschuhen sind. Also da sind wir noch gar nicht am Anfang. Jetzt seid ihr ja auch nicht schlecht gewachsen. Ihr seid jetzt, mit wie vielen Leuten arbeitet ihr? Also angefangen habt ihr Mitte letzten... Angefangen haben wir im März 2019. Da waren wir zu dritt. Ja, mit zwei weiteren Kollegen aus der APO-Bank bin ich hier rübergegangen. Jetzt sind wir ja noch nicht ganz 25 Mitarbeiter, haben uns allerdings nicht mehr aus der APO-Bank verstärkt. Das war jetzt ganz bewusst auch so, weil wir ja zum einen andere Kompetenzen brauchen, die es in einer Bank gar nicht so sehr gibt, weil wir auch zum anderen auch ganz bewusst den Fokus gelegt haben auf Diversität und Vielfalt und haben sehr international rekrutiert, insbesondere auf der IT-Entwicklungsseite und haben jetzt ein ganz, ganz tolles Team, mit dem man eben auch mit 20, 25 Leuten jetzt schon ordentlich was bewegen kann. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir weiter wachsen und dann würden wir das auch personalseitig eben wieder spiegeln und weiter nachziehen. Gibt es denn irgendwas, was du, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, sagen würdest, auch das würde ich ganz gerne jetzt kurzfristig mal angehen. Dieses Thema wäre etwas, was ich mir wirklich wünschen würde. Also jetzt unabhängig wie immer von diesen schönen Dingen, von Geld und von allen Ressentiments oder Reglements, die man einhält. Da habe ich eine ganz persönliche Sache. Ich hatte letztens so eine kleine Geschichte am Knie und bin dann zum Orthopäden und dann hat er mir als erstes dieses Klemmbrett wieder in die Hand gedrückt, auf dem ich quasi meine Patienteninformationen und die Kostenübernahme als Privatpatient ausfüllen sollte. Ich habe meinen Namen 4-mal geschrieben, ich habe 3 Dokumente unterschrieben, meine Adresse habe ich, glaube ich, auch 3-mal eingegeben auf 3 verschiedenen Formularen. Das hat mich selber total genervt und ich will gar nicht wissen, wie sehr es dann die Sprechstundenhilfe genervt hat, die das Ganze nochmal abgeschrieben hat, weil es muss ja irgendwie dann ins System rein. Ich weiß, dass es da auch Lösungen gibt, ja, aber dieses Thema würde ich schon ganz gerne auch nochmal angehen, weil ich glaube, es einfach total elegant ist, dass ich am Vorabend einfach mal meine Daten einmal eintippe und dann kann ich am nächsten Tag in die Praxis kommen und ich hasse diese Klemmbretter. Als Linkshänder ist das total kompliziert. Ja, das ist wirklich ein super spannendes Thema. Also dieses Thema Datensammlung, also Daten, wenn es nur diese persönlichen Daten sind, auch da gibt es ja viele moderne und wirklich attraktive und lukrative Lösungen zu. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn du schon wieder, also oft ist es ja so, dass aus der persönlichen Frustration heraus, diese Geschichten höre ich hier im Business Talk Podcast ganz oft, dann wirklich geniale Lösungen entstanden sind. Also dann hoffe ich mal, dass wir da von euch in der Zukunft noch einiges hören werden. Ja. So, ansonsten glaube ich, ist das Thema Medizintechnik eins, was mich persönlich sehr fasziniert. Ich träume immer noch von der Automotorsport, ja, für Medizintechnik bei uns auf der Plattform. Da kann man auch ganz toll nochmal, glaube ich, die genossenschaftlichen Gedanken der APO-Bank mit einbringen, gemeinschaftlicher Einkauf von Geräten, Pooling von Interessen, Großabnahme von Geräten. Das ist ein Thema, was mich nochmal sehr interessieren würde. Also das ist wahrscheinlich dann, das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, eins der Punkte, die auch auf jeden Fall noch auf eurer Liste stehen, ja, mit der Priorisierung an Themen, die ihr da für euch erkannt habt. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, das Thema Jobbörse ist vielleicht auch noch was irgendwann mal kommen könnte, was natürlich auch den Arzt nicht nur für sich selber interessiert, sondern auch das Thema Personal, Helferinnen, MPAs, PTAs und so weiter. Das Thema Jobbörse hat nur immer einen Haken.
Solange ich ein strukturelles Ungleichgewicht habe von Angebot und Nachfrage, kann ich noch so einen guten Mechanismus etablieren auf einer Plattform. Wenn quasi der Markt leer gekauft ist, ja, dann kann ich da nichts, ja, kann ich das als Plattform nicht lösen. Ja. Heißt aber auch wieder auf der anderen Seite, wir müssten mal gucken, wie wir, also nicht vielleicht ihr oder wir, sondern insgesamt, wie man insgesamt Strukturen schafft, was den Arbeitsbereich Medizin nicht nur aus der persönlichen Sicht interessant macht, denn ich glaube, da sind viele unterwegs, die auch noch sehr idealistisch unterwegs sind, weil sie einfach tatsächlich das Gefühl haben oder auch das Ansinnen haben, Menschen zu helfen, aber dass die Berufe auch gesellschaftlich besser anerkannt werden und natürlich besser bezahlt werden. Und diese Diskussion wird jetzt ja im Zuge der Corona-Krise ganz aktiv geführt. Absolut. Und zu Recht, und absolut zu Recht. Eine Sache würde mich noch interessieren, vielleicht auch mal noch eine ganz persönliche Meinung, bevor wir dann in die kurze Frage, kurze Antwortrunde gehen. So, es gibt ja wirklich viele Plattformen am Markt, die entstehen, die jetzt auch im medizinischen Bereich entstehen. Es wird sicherlich auch gerade jetzt auch in dem Zusammenhang wieder auch eine Marktbereinigung geben werden. Du hast vorhin von Kooperationen gesprochen. Hältst du es sinnvoll, dass das in der Medizin noch stärker passiert? Ich erlebe das ja gerade bei den Startups immer wieder, dass Kollaboration, so heißt das Wort, stattfinden und dass man eben miteinander, auch wenn man unterschiedliche Interessen hat, gleiche Interessen hat, miteinander arbeiten kann. Ist das was vielleicht auch für diese Plattform mehr gelten muss, sich mehr zusammenzusetzen und gemeinsame Ideen zu verfolgen? Ja, da bin ich fest von überzeugt. Bei Plattformen ist das auf jeden Fall so. Bei Plattformen setzt sich am Ende in der Regel immer nur eine, vielleicht noch eine zweite durch. Da kann man in andere Industrien schauen. Das heißt, ich habe entweder das Selbstbewusstsein, dass ich glaube, ich bin der Stärkste, dann setze ich mich durch. Dann kann ich auf Kooperation und Kollaboration verzichten. Wenn ich aber glaube, ich bin nicht unbedingt der Stärkste, möchte aber trotzdem überleben, dann sollte das auf jeden Fall ein Thema sein. Und ich halte es auch unternehmerisch für total sinnvoll, weil ganz, ganz viele Dinge, die entstehen, haben eben unglaublich hohe Entwicklungskosten. Warum soll man die nicht auf mehrere Schultern verteilen? Und jede Plattform bringt seine eigenen Stärken ja im Zweifel mit ein. Ja, unsere Stärke ist ganz klar der Kundenzugang, den wir über die APO-Bank haben. Es gibt aber sicherlich auch Plattformen im Markt, die schon eine bestimmte Technologie haben, die wir eben noch nicht haben. Und warum soll man sich da nicht zusammentun und gemeinschaftlich Dinge machen? Okay, da verstehe ich das jetzt mal als Aufruf zu sagen, gemeinschaftlich werden wir da in Zukunft viel, viel mehr erreichen können. Christian, ich würde mit dir ganz gerne zum Schluss des Podcasts noch die kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Und zwar bitte ich dich einfach auf die Frage so im ersten Gedanken zu arbeiten, wie sie dir kommen. Auch wenn du nicht aus dem medizinischen Umfeld und Kontext das sicherlich begleiten kannst, aber auch aus dem persönlichen, die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren? Da glaube ich, gibt es zwei wesentliche Entwicklungen, die ich total spannend finde. Zum einen wird sich die Medizin Stück für Stück immer mehr internationalisieren, dadurch, dass das Wissen der Medizin jetzt eben weltweit zur Verfügung steht. Dadurch werden sich unglaublich viele, viele Chancen ergeben. Auf der anderen Seite wird die Medizin in den nächsten Jahren schon vor Herausforderungen stehen, dadurch, dass sie auch immer teurer wird, noch eine flächendeckende Sicherstellung der Versorgung zu gewährleisten. Der Zugang zu Medizin und der Zugang zu Gesundheit halte ich für einen ganz essentiellen Baustein, der gesellschaftlichen Frieden auch sicherstellt. Und dieser Fragestellung, wie kann ich flächendeckend die Bevölkerung weltweit auch den Zugang zu Medizin gewährleisten, das halte ich für eine ganz spannende Fragestellung. Allein über dieses Thema könnten wir jetzt für eine halbe Stunde sprechen, aber trotzdem möchte ich eine Frage anschließen. Glaubst du, dass es gerade bei den Herausforderungen, was das angeht, die Versorgung, wenn man jetzt so mal guckt, dass es ja, dass Medizin noch immer teurer wird, beziehungsweise Möglichkeiten eröffnet, wenn ich das Geld habe? Also geht das so in Richtung Zweiklassenmedizin? Ich glaube, Digitalisierung und unsere technologische Entwicklung, die wir derzeit erleben, ist Chance und Risiko zugleich. Auf der einen Seite
wird die Spitzenmedizin vermutlich durch die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, viel teurer werden und der Zugang zu den exklusivsten Behandlungsmethoden und Verfahren wird prohibitiv teurer werden. Auf der anderen Seite ist natürlich Digitalisierung eine sehr demokratische Geschichte. Das heißt, Zugang, sage ich jetzt mal, zu einer Patienten-App, kann ich im Zweifel auch 8 Milliarden Mal skalieren. Und jedem zugänglich machen zu Grenzkosten von null. Das heißt, Digitalisierung ist eben auch eine Chance, die medizinische Versorgung in der Breite sicherzustellen. Okay. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Gesundheit hat meines Erachtens zwei Facetten. Zum einen ist Gesundheit natürlich eine sehr persönliche Geschichte. Das ist einfach das Wohlergehen von Familie, Freunden, und auch einem selbst. Zum anderen, und das darf man nie unterschätzen, und man sieht das jetzt gerade in der Krise ganz, ganz stark, ist Gesundheit ein großes soziales Thema, gleichbedeutend mit Sicherheit. Und es ist quasi ein Stück weit ein Grundrecht. Und ich hoffe, dass wir uns das über die Zukunft werden erhalten können, weil ich es ganz essentiell finde für eine friedvoll zusammenlebende Gesellschaft, dass eben jeder Zugang zu Gesundheit hat. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer, als Unternehmerin haben? Das knüpft gerade an das, was ich gerade gesagt habe. Natürlich ist eine Arztpraxis ein Wirtschaftsunternehmen und muss unter wirtschaftlichen Maßstäben geführt werden. Das heißt, man muss auf so Kernfragestellungen wie Effizienz, Qualität ganz viel Wert legen, sonst kann Selbstständigkeit nicht funktionieren, sonst ist es nicht betriebswirtschaftlich rentabel. Auf der anderen Seite ist eine Arztpraxis, und so bin ich von meinem Elternhaus sozialisiert worden, immer auch mehr als ein Wirtschaftsunternehmen. Und dieses Mehr steht im Zweifel ein Stück weit im Widerspruch zu einer rein wirtschaftlichen Betrachtung der Arztpraxis. Und diesen Spagat zu schaffen, so stelle ich mir eigentlich den prototypischen, idealtypischen Arzt vor. Sehr gut. Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat in der letzten Zeit? Also Filme, muss ich ganz klar sagen, habe ich schon seit jeher keine Ahnung von und bin da völlig blank. Zurzeit schaue ich nur irgendwelche Pferdefilme mit meinen Töchtern. Ich habe letztens ein ganz spannendes Buch gelesen, was ich auch jedem, mit dem ich zum Thema Bücher spreche, immer anheimlese. Ausgangspunkt war mein Neffe, der derzeit eine Weltumsegelung macht und zum Abschied einen Sextanten geschenkt bekommen hat. Und ich habe mich dann mit dem Thema Sextant ein wenig näher beschäftigt. Und es gibt ein ganz spannendes Buch, das heißt Die Vermessung der Meere. Und da wurde dann nochmal klar beim Lesen dieses Buches, wie sich in den letzten 250 Jahren durch technologische Weiterentwicklung das Wissen auf der Welt so unglaublich verbreitert hat. Vor 250 Jahren wussten wir zum Beispiel noch nicht, wie einzelne Kontinente zugeschnitten sind und wie einzelne Küstenlinien sind. Und da hat der Sextant einen maßgeblichen Beitrag zugeleistet und der Autor beschreibt das ganz, ganz wunderbar. Ist ein spannendes Buch, so eine Mischung aus Wissenschaftsbuch und Heldengeschichte der großen Eroberer. Das hört sich wirklich sehr spannend an, zumal auch das ja wieder so ein bisschen in eine Entwicklung geht, in das Thema, wie hat sich etwas entwickelt und was haben wir daraus für einen Vorteil bekommen. Also wirklich spannend, wir nehmen das mal mit in die Shownotes als Verlinkung mit rein. Gibt es jemanden, den du uns abschließend als Podcast-Gast für den Business Talk Podcast empfehlen würdest? Wen würdest du gerne mal hier im Interview hören? Als Vorstand unserer AG bin ich natürlich immer meinem Eigentümer gegenüber verpflichtet. In der ApoBank sind momentan ganz, 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 ganz spannende Entwicklungen auch zur Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells. Deswegen würde ich dir immer empfehlen, regelmäßig jemanden aus der ApoBank zu Gast zu haben. Gut. Ich nehme das mal so hin, sehr gerne. Wenn die gerne möchten, dann ja. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen, weil das Thema ist immer ein bisschen schwer, muss ich sagen. Da, schon einige Anfragen, um jetzt nicht nur an die ApoBank, sondern unterschiedliche Banker tun sich da ein bisschen schwer. Aber vielleicht kann ja mal der Herr Sommer kommen. Also dann können wir mal direkt mit jemandem sprechen, der ganz oben
mit dabei ist. Christian, ganz vielen Dank für deine Zeit heute und für das tolle Interview, für die offenen Worte, was ihr vorhabt noch, was ihr macht. Und ich glaube, man merkt auch an deiner Person, wenn man jetzt hier ein bisschen zugehört hat, wie das bei euch zugeht, wie locker, aber wie trotzdem, wie konzentriert und vor allen Dingen, wie zielgerichtet das Ganze sein kann. Ich glaube, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie ein junges Unternehmen und auch mit einem guten Mitarbeiterstab und vor allen Dingen auch mit einer guten Führungsebene dafür sorgen kann, dass vieles auf eine ganz andere Art und Weise funktionieren kann. Auch, und das sage ich jetzt ganz bewusst, hat mit der Apobank gar nichts zu tun, wenn ein Konzern, ein großes Unternehmen dahinter steht. Also ganz, ganz vielen Dank für die Zeit, für alle die heute mit dabei waren. Ich glaube, gerade das Thema Weiterbildung, Fortbildung, womit Univiva jetzt gerade startet, ist ein Riesenthema. Auch zu dem Schritt hin zum Unternehmertum und zum Überlegen darum, was fehlt mir vielleicht noch an Skills und an Dinge, die ich für die Praxis brauche. Also von daher hoffe ich, dass viel dabei war. Schön, dass ihr da, dass Sie mit dabei waren heute. Denken Sie an eine Bewertung bei iTunes oder YouTube. Das freut uns auch immer sehr. Und bleiben Sie unternehmerisch. Und das letzte Wort möchte ich dann wie immer meinem Podcast-Gast für heute übergeben. Vielen Dank. Und ich freue mich auf zahlreiche neue Besucher und Kunden auf www.univiva.de. Sehr gerne machen wir natürlich die Verlinkung zu euch auch nochmal in die Shownotes, damit es direkt in Kontakt geben kann. Also Christian, vielen Dank, schöne Woche. Ne? Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.